Hey Freunde, was machen wir heute? Kochen nach Bertelsart. Wir machen eine Schinkenwurst und eine Schinkensülze. Dazu habe ich den Schinken bereits vor 3 Tagen eingeböckelt in eine 6%ige Lacke. Wie das funktioniert, könnt ihr in anderen Videos von mir sehen. Und jetzt mein erster Schritt, was ich dazu machen muss. Ich habe da hintere Stelzen vom Schwein und diese hintere Stelze werde ich jetzt einmal auslösen, den Knochen rauslösen und die Schwarte abmachen. Die Schwarte friere ich mir dann ein, um Schwartenbrei herzustellen für Wurstherstellung. Und ja, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Da ist jetzt schon einiges weitergegangen und der Metzger will natürlich immer ein scharfes Messer zur Hand haben. Man kann es mit einem Stahl abziehen. In Hinterfolsching sind wir schon einen Schritt weiter und haben den Rolls-Royce unter den Messerschärfern, den Vulcanus. Und wie man damit umgeht, das sehen wir jetzt. Schritt Nummer 1, Messer reinigen. Unter fließendem Wasser. Aber natürlich kein heißes Wasser, denn das mögen die Messer. Das Messer hat also anschließend getrocknet, genau, wie ich gesehen habe. Und jetzt? Ja, und jetzt ziehe ich es durch. Wenn man es von oben nach unten durchzieht, dann kriegt es eine ganz feine Schneide. Wenn die Klinge schon mehr stumpf ist, dann nimmt man den Rückteil und zieht von unten nach oben durch. Wie oft zieht man es durch? Ich mache es 33 Mal. Ja, wir sehen jetzt, der Knochen ist schon blank. Und da wir ja auch viele Hundebesitzer unter unseren Zuschauern haben, gleich die Frage, dürfte man diesen Knochen einen Hund geben? Ja, auf alle Fälle. Der Hund hat eine große Freude damit. Welche Knochen darf man auf keinen Fall einem Hund geben? Hohlknochen, in diesem Fall von Puten und von Hühnern. Und keine gekochten Knochen. Aber der ist ja roh und noch mit ein bisschen Fleisch dran und da freut sich mein Hund besonders. Da haben wir schon wieder was gelernt. Danke! So Freunde, was ich noch vergessen habe zu sagen, am Knochen sieht man, sind noch Fleischreste dran. Ich habe bewusst oben gelassen, man könnte natürlich komplett blank abkratzen. Aber nicht nur für den Hund, sondern den Knochen kann man auch dazu verwenden, um einen schönen Fond anzusetzen. Also sprich, eine sehr gute Sauce kann man damit machen oder eine kräftige Brühe. Ja, ich sehe gerade, es ist jetzt ein neues Messer im Einsatz, gelber Griff. Was hat das zu bedeuten? Mein nächster Schritt ist, dass ich die Schwarte entferne und mit dem Messer kann man sehr gut Schwarten entfernen. Die Schwarte werde ich dann auch vom Fett befreien und dann einfrieren. Ja, und derweil die Stelze ausbordelt ist, wie wir sagen, sehe ich da schon wieder was Neues auf der Anrichte stehen. In dem Fall Schinkenfleisch, Schweineschinken. Was ist denn mit dem passiert? Der liegt ja in einer Flüssigkeit. Richtig, den haben wir, wie gesagt, in der 6%igen Lacke 3 Tage lang geböckelt und den werden wir uns jetzt schön würfelig schneiden. Größere Würfel für die Sülze, kleinere Würfel als Einlage dann für die Schinkenwurst. Damit, ja, das ist jetzt sehr interessant. Ich sehe wieder ein neues Messer im Einsatz. Ja, in dem Fall ein großes Messer, das ich mir leichter tue, mit relativ grad schneiden. Ein sogenanntes professionelles Kochmesser. Genau. So, und zwischenzeitlich werden wir jetzt die zweite Stelze und die zweite Hälfte vom Schinken ja, bei 100 Grad 1,5 Stunden kochen, weil wir dann daraus eine Sülze machen. Und das machen wir offensichtlich im Dampfgarer. Und wie geht es weiter? Genau. Die Masse fürs Grundbrät würde ich jetzt einfrieren. Das ist bei sehr, sehr niedriger Temperatur dann im Dishcutter verarbeiten kann. Und dazu kommt es in einen Gefriersack. Und wie einfrieren geht, das wissen wir ja alle. Ja, liebe Freunde von Hinterfolsching TV, jetzt sind wir beim nächsten Teil. Und machen wir uns als erstes Crushed Eis, dass wir die Masse kalt kuttern können. Diesen Lärm wollen wir euch ersparen und zeigen anschließend, wie es weitergeht.
Ja, das Eis ist jetzt herrlich zerkleinert. Da haben wir das tiefgefrorene oder kurz gefrorene Fleisch. Denn wir müssen wissen, beim Zerkleinern entsteht Wärme und die können wir nicht brauchen. Da müssen wir mit Eis und Frost dagegen arbeiten. Ja, hier hat sich jetzt schon was getan. Was sehen wir in der Schüssel? Das Grundbrett. Grundbrett vermischt mit der Grobeinlage. Das kann wirklich was werden. Wir lassen uns überraschen. Ja, Freunde, zwischenzeitlich, nachdem jetzt alles fertig ist, habe ich die Gewürze für mein Grundbrett abgewogen. Und von den Gewürzen her habe ich meinen Standard genommen, Koriander, Ingwer, Paprika, Marzisblüte und natürlich für das Grundbrät selber NPS, Nitritpökelsalz, 20 Gramm auf 1 Kilo. Und jetzt mische ich es untereinander. So, es ist eine schöne homogene Masse und jetzt werde ich es eine Stunde umröten lassen. Ja, jetzt kommen gerade die Gewürze auf die Waage. Was liegt an? Ja, von den Gewürzen her nehmen wir Curry, Paprika, dann habe ich eine holländische Gewürzmischung und ja, ein bisschen Zitronensäure gebe ich noch hinzu. In der Zwischenzeit habe ich auch die Gelatine aufgelöst, die werde ich dann mit dem Kesselsud vom Gekochten vermengen. Und jetzt gebe ich noch klassisch 20 Gramm Salz auf 1 Kilo Fleischmasse. 2,5 Kilo haben wir, das heißt ungefähr 40 Gramm. Was aber jetzt falsch war, da mir ja die 1,50 Kilo vom Schinken her bereits gepökelt haben, also den Schinken müssen wir nicht mitrechnen, das heißt wir rechnen den reinen Fleischanteil von der Stelze mit, 1 Kilo, sprich 20 Gramm. Hoffentlich hat er aufgepasst. Der Regen hat sich verzogen. Es ist zunehmender Mond und Wurst machen bei zunehmendem Mond. Tja, was gibt es Schöneres? Auch diese herrliche Abendstimmung wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Der Blick ins Tal, der Blick über die Bäume, der Blick ins Gebirge nach Westen. So, wir haben die nächste Phase erreicht. Was passiert gerade? Es ist 1,5 Stunden durchgegart und jetzt hole ich es aus dem Dampfgarer raus, die Stelzen und das Schinkenfleisch. Und es auf Handtemperatur, dass ich es verarbeiten kann, abkühlen lassen. Das sieht schon ganz schön aus. Allerdings genau wie vorher, nur heiß. Aber heiß könnt ihr ja nicht sehen. Ja, liebe Freunde, der Kameramann hat auch Hunger und der isst zwischendurch Spaghetti Hinterfäuschinger Art. Da wird natürlich die Einlage selbst gemacht und das ist ein Genuss. Mahlzeit. Und während der Kameramann isst, geht es bei mir weiter. Ich löse jetzt die Stelze vom Knochen und den Schinken würfelig schneiden und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir schauen gerade mal zwischendurch dem Hinterfäuschinger Wurstmeister über die Schulter. Ja, derweil ihr euch da auf der faulen Haut ausgeruht habt, ist hier natürlich einiges weitergegangen und zwar ist mir die Fetteinlage zu grob und jetzt mache ich sie einfach kleiner. Das hört sich einfach an und ist auch einfach. Denn eine gute Küchenmaschine ist das Wichtigste in einem guten Haushalt. So, die Fetteinlage klein gemacht, gebe ich es jetzt rein und der nächste Schritt ist mit den Gewürzen vermengen und wenn es mit den Gewürzen vermengt ist, dann gebe ich das als Peak drüber. So sieht es aus mit den Gewürzen und fein durchgemengt. Und der nächste Schritt ist, einen halben Liter
von der Kesselbrühe herzunehmen, mit dem Aspikpulver oder in meinem Fall mit den Aspikplatten, die ich aufgeweicht habe, zu vermengen und wichtig, heiß oder sehr warm zu verarbeiten und im Darm abzufüllen. So, und jetzt holen wir uns von der heißen oder wieder erwärmten heißen Kesselbrühe, also sprich da, wo die Stelze drinnen war, holen wir uns jetzt einen halben Liter raus. Wir sehen da, geschulte Auge sieht, das ist zu viel. Und da werden wir jetzt ein bisschen was weggeben und dann haben wir einen halben Liter. Jetzt haben wir den halben Liter und da werden wir jetzt das Aspik reingeben. Und was passiert jetzt? Jetzt wird dann schön langsam, wenn die Flüssigkeit erkaltet, wird sie stocken. Und eben bevor es erkaltet, wir müssen das Ganze jetzt heiß verarbeiten, das Ganze jetzt noch vermischen. Das hört sich schon an wie Kuhglockengeläute. Und bis zum Almabtrieb ist es auch nicht mehr weit. So. Soda. Und jetzt mischen wir es drunter. Jetzt ist das Ganze sehr heiß und jetzt werden wir uns die Finger verbrennen. Jetzt haben wir unser kleines Helferlein, dass wir uns doch nicht die Finger verbrennen. Und jetzt werden wir das Ganze durchmischen. Und das schaut schon ganz nett aus. Und wichtig, heiß werden wir jetzt das Ganze den Darm abfüllen. Ja, das war jetzt nicht so einfach, wie es aussieht, aber die Wurst ist fertig. Was passiert jetzt? Das ist natürlich die Frage. Ja, und jetzt werden wir die Wurst eine bestimmte Zeit lang, anderthalb Stunden, bei 80 Grad brühen. Schön. Wir sagen Mahlzeit. Und jetzt geht's weiter mit der Schinkenwurst, die wir machen. Das war jetzt die Sülze. So, jetzt haben wir die Wurst vom Umröten aus dem Kühlschrank geholt und jetzt werden wir sie abfüllen und nach dem Abfüllen mit unserem Schwartenmagen oder mit unserer Sulze, die man links sieht, mitbrühen. Und dann zeigen wir sie euch wieder.